Hi, ich bin Paula und ich möchte euch heute erklären, wie ihr so eine süße Katzenohrmütze ganz einfach selber machen könnt. Das ist nämlich gar nicht so schwer, wie es aussieht. Ich erkläre euch jeden einzelnen Schritt und dann kriegen wir es auf jeden Fall zusammen hin. Zusätzlich zu unserer Wolle brauchen wir natürlich noch unsere Häkelnadeln. Die haben ganz verschiedene und viele Größen. Die richtige Größe findet ihr immer unten auf der Wolle zu stehen. Also hier zum Beispiel die Größe 4 oder 5. Zusätzlich brauchen wir noch eine kleine Wollnadel, mit der vernähen wir dann am Ende die Seiten der Mütze. Wir beginnen jedes Häkelprojekt mit dem Anfangsknoten. Der funktioniert so, dass wir die Wolle um unsere Zeigefinger und Mittelfinger wickeln und dann die Wolle hinten durchziehen. So haben wir einen festen Knoten, der auch noch ein bisschen beweglich ist. Und jetzt können wir auch schon anfangen. Also steche ich mir mit unserer Nadel in die Schlaufe ein und fange an, Kettmaschen aufzureihen. Das sind eigentlich die Basis für jedes Häkelprojekt. Also stechen wir ein, greifen uns die Wolle mit dem Haken und ziehen ihn durch die Schlaufe durch. Das Ganze habe ich jetzt 41 Mal gemacht, einfach um auf die Breite von meinem Kopf zu kommen. Ihr könnt natürlich mit einem Maßband den Umfang von eurem Kopf messen und davon die Hälfte nehmen und reiht dann so lange Kettmaschen auf, bis ihr diese Länge erreicht habt. Bei mir waren es jetzt 40 und wir häkeln aber immer ein mehr als auf als gedacht, weil wir nicht in die letzte Masche einstechen. Also nicht in die, die wir hier sehen, sondern erst die vorletzte. Deshalb immer ein mehr aufreihen, als ihr eigentlich denkt. Und dann können wir schon anfangen zu häkeln. Ich habe jetzt durch das ganze Projekt den Double Crochet Stitch gemacht. Der funktioniert so, dass wir die Wolle uns so aufnehmen, eine kleine Schlaufe noch bilden, dann durch unsere erste Masche durchstechen, die Wolle durchziehen, dann haben wir drei Maschen auf der Häkelnadel, dann maschen wir die ersten beiden ab, dann haben wir noch zwei auf der Nadel und dann machen wir die letzten beiden auch noch ab. Das war jetzt schon unser erster Stich. Und das Ganze nochmal, also eine Schlaufe aufnehmen, durch die Masche durchstechen und die Wolle durchziehen, dann die ersten beiden abmaschen und nochmal die letzten beiden abmaschen. Sehr gut, das Ganze machen wir jetzt 40 Mal, bis wir auf der anderen Seite von der ganzen Reihe angekommen sind und dann fügen wir da schon die nächste Farbe ein. So, das ist jetzt der letzte, also der 40. Stich in unserer Reihe. Und da ist das Besondere, dass wir die letzten beiden Maschen noch nicht abmaschen mit der gleichen Farbe, sondern wir nehmen uns die zweite Farbe dazu und fädeln die jetzt schon ein. Das heißt, dass wir die einfach greifen mit dem Haken und durchziehen. Jetzt machen wir noch eine Luftmasche, die wir am Anfang schon gelernt haben, und drehen die ganze Arbeit um und häkeln jetzt die ganze Strecke zurück mit der neuen Farbe. Das Wichtige ist jetzt, dass wir immer in beide Schlaufen einstechen, wenn wir jetzt zurückhäkeln. Also durch unsere erste Häkelarbeit hat sich nämlich so ein V gebildet bei jeder Masche und wir stechen mit der Häkelnadel durch beide Schlaufen durch und machen dann den gleichen Stich, den wir gerade eben schon gelernt haben. Was jetzt dazu kommt, ist, dass wir die beiden Fäden noch mitführen werden. Also wir werden nicht nach jeder Reihe den Faden abschneiden, sondern wir führen ihn weiter mit. Und der liegt dann nämlich in der Mitte von den Schlaufen. Also nehmen wir wieder auf, stechen durch und halten die beiden Fäden in der Mitte dann fest und machen unseren Stich ganz normal weiter. Also maschen erst die ersten beiden ab und noch die letzten beiden. Der kleine helle Faden wird dann gleich verschwinden, weil er relativ kurz ist, sodass wir immer nur noch einen Faden mitführen müssen, während wir die andere Farbe häkeln. Also den dunklen Faden, wenn wir hell häkeln oder genau andersrum. So, jetzt höre ich auf. Das sind jetzt 25 Reihen. Das sieht jetzt eigentlich aus wie so ein großer Lappen nur, aber wir müssen ja bedenken, dass wir den jetzt in der Mitte zusammenklappen und an den Rändern zusammennähen. Also so sieht es ungefähr aus. Ihr müsst gucken, vielleicht wollt ihr den ein bisschen kleiner machen, ein bisschen größer machen, je nachdem, wie groß euer Kopf ist. Ist natürlich alles für meine Maße so angerechnet. Deshalb diese 25 Reihen. Genau, und jetzt müssen wir noch die Reihe natürlich abschließen und zumachen. Und dann können wir schon beginnen, die Mütze zuzunehmen. Und dann haben wir es auch gleich schon wieder geschafft.
Wir können die Reihe verschließen, indem wir bei dem letzten Stich dann die letzten beiden Maschen wieder nicht ganz normal abmaschen, sondern wir halten kurz inne, schneiden den Faden relativ kurz ab, so wie ich das jetzt gemacht habe. Das sind jetzt ungefähr 10 cm, würde ich schätzen, und ziehen dann den Faden durch beide Maschen durch, vollständig durch. Das restliche kleine Stück von dem Faden benutzen wir jetzt, um die nochmal zu verknoten und sicher abzuschließen. Da kommt jetzt unsere Wollnadel ins Spiel. Also fädeln wir die Wolle dadurch und machen einen kleinen Knoten oder auch gehen zwei, um ganz sicher zu sein. Zusätzlich mache ich es immer noch gerne, den Faden noch in den Reihen zu verstecken. Also fädle ich den nochmal auf die Nadel und steche dann durch die einzelnen Schlaufen nochmal durch. Dann ist er nachher nicht mehr sichtbar in der Mütze und trotzdem haben wir noch eine extra kleine Sicherheit eingebaut. Auch wenn die Mütze zum Beispiel nochmal aufgetrennt werden muss, wenn sie zu klein oder zu groß ist. So, jetzt können wir unser kleines Rechteck in der Mitte zusammenfalten und schon beginnen, die Seiten zusammenzunähen. Dafür nehme ich ein Stück Wolle, das ist ein bisschen länger als doppelt so groß wie eine halbe Seite, und fädel das dann wieder auf die Wollnadel auf und kann schon anfangen, die Seite zu vernähen. Ich steche jetzt hier unten an der offenen Seite ein und passe auf, dass ein bisschen ein Stück der Wolle übrig bleibt, um das am Ende so richtig zu verknoten. Jetzt kann ich anfangen, einmal beide Strecken hin und her die Seiten zu vernähen, um auch richtig sicher zu sein. Hier auch gerne darauf achten, dass die richtigen Farben sich immer gegenüberliegen, damit die Reihen ordentlich zusammenfließen. So, jetzt bin ich wieder unten angekommen und kann beginnen, die Seite zuzuknoten. Dafür nehme ich die Wollnadel nochmal kurz ab und verknote die beiden Enden mit einem Doppelknoten. Hier möchte ich auch nochmal die Enden von der Wolle in der Mütze verstecken, also fädle ich sie wieder auf die Wollnadel auf. Und wie gerade eben auch schon, steche ich wieder durch die einzelnen Schlaufen durch, damit sie unsichtbar mit in der Mütze drin liegen können. So, jetzt müssen wir nur noch die andere Seite genauso wie gerade eben vernähen, die Mütze umstülpen und dann haben wir es schon geschafft. So, dann können wir unser kleines Rechteck auch schon mal anprobieren und gucken, ob es passt. So, ihr seht, dadurch, dass wir die Ecken so ein bisschen über die Ohren ziehen und runterziehen, entstehen diese kleinen Katzenohren und ich finde es so toll. Ich habe mich lange nicht mehr so süß gefühlt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und probiert mal die Mütze selber zu machen. Ich würde mich freuen.